Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltenwandel TV. Wir haben heute ein wichtiges Thema, etwas, was mit Sicherheit jede einzelne Zuseherin, jeden einzelnen Zuschauer angeht, das Thema Giftcocktail-Körperpflege. Ein merkwürdiger Gegensatz, der da ist, macht einem fast ein bisschen Angst. Wir haben eine Fachfrau bei uns, Marion Schimmelpfennig, die ein sehr fundiertes Buch dazu geschrieben hat. Das werden wir nachher noch vorstellen und im Einzelnen darauf eingehen. Die Kernaussage ist ja, liebe Marion, dass praktisch in den meisten Kosmetika Giftstoffe enthalten sind, die schleichend wirken. Darf ich mich praktisch gar nicht mehr waschen? Doch, natürlich, aber man sollte einfach darauf achten, womit man sich wäscht oder womit man sich eincremt. Denn es ist tatsächlich so, also praktisch in allen herkömmlichen Körperpflegemitteln, das, was man im Supermarkt oder im Drogeriemarkt oder auch in der Apotheke kaufen kann, sind zu einem ganz, ganz großen Teil gefährliche Stoffe drin, die vor allem, wenn man sie sich über Jahre und Jahrzehnte immer wieder auf die Haut streicht, zu ganz gefährlichen Krankheiten führen können. Das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Mir auch nicht. Ja, mir war es bis vor einiger Zeit auch überhaupt nicht. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Denn du hast ja ein Buch geschrieben, wie gesagt, wir gehen später noch darauf ein, was ganz wissenschaftlich ist, im Einzelnen nachgewiesen. Wie bist du sozusagen als normale Frau, die das Leben genießt und sich freut, auch an Kosmetik, am schönen Aussehen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Das ist mir in einer ganz trivialen Situation, bin ich auf dieses Thema gestoßen, nämlich morgens beim Einsprühen mit meinem Deo. Das Deo hat mir jahrelang sehr gute Dienste geleistet. Nur irgendwann musste ich ganz furchtbar husten beim Einsprühen. Und dann habe ich mir zunächst keine größeren Gedanken gemacht, weil man muss eben vielleicht mal husten. Das war aber am nächsten Tag und am übernächsten Tag immer noch so, und es hat auch nichts genützt, dass ich das Fenster aufgemacht habe oder den Kopf zur Seite gedreht habe. Die Luftzufuhr in meine Lungen war praktisch wie abgeschnitten und ein ganz, ganz starker Hustenreiz. Und es war also offensichtlich, dass das Deo was damit zu tun haben musste. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, mal die Inhaltsstoffe dieses Deos mal ganz grob im Internet zu recherchieren, um zu gucken, was bedeuten denn eigentlich all diese chemischen Bezeichnungen hinten auf diesem Deo. Und ich bin dann darauf gestoßen, dass es offensichtlich ein bestimmter Duftstoff war, ein synthetischer Duftstoff, der also Atembeschwerden auslösen kann. Er kann auch noch Schlimmeres, also Bewegungsstörungen kann er auslösen, aber vor allem in Bezug auf die Lunge. Und da war mir klar, das wird wohl dieser synthetische Duftstoff gewesen sein, der mir diese Atembeschwerden gemacht hat. Und natürlich habe ich erstmal alle Stoffe grob recherchiert und habe da schon ansatzweise gesehen, dass da wohl ganz viele Gifte im Deo drin sind. Naja, wenn du das jetzt so sagst, wenn ich mein Deo hernehme und umdrehe oder auch wenn ich meine Shampooflasche nehme oder meine Zahnputzdose oder Creme nehme, da sind ja mindestens immer 6, 7, 8, 9 Begriffe, die ich nicht verstehe. Aqua verstehe ich noch, genau. Wasser verstehe ich genau. noch. Aber es sind bestimmt ein halbes Dutzend, manchmal ein Dutzend Begriffe, und das sind eigentlich alles Stoffe, die wahrscheinlich in der Summierung. Das ist das Problem, genau. Also es ist ja so, natürlich haben die Hersteller gesetzliche Auflagen, was jetzt die Konzentration bestimmter giftiger oder bedenklicher Stoffe angeht. Und damit argumentieren sie ja auch, dass sie sagen, naja, nach menschlichem Ermessen, das wurde ja alles getestet und geprüft, wenn also nur so und so viel von diesem Stoff in dem Produkt drin sind, dann kann ihnen eigentlich nichts passieren. Das Problem ist aber, dass wir nicht nur ein Produkt täglich verwenden, sondern mehrere, Frauen zum Teil ganz viele. Das heißt, wir kommen relativ schnell über diese unbedenkliche Grenze hinaus. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass ja viele Stoffe direkt durch die Haut in den Blutkreislauf gelangen, in den Körper gelangen und sich dort anreichern können, müssen sie nicht, aber sie können sich anreichern. Das heißt, es ist wie ein Fass, das immer voller wird. Und dann hat also diese Aussage, der bedenkliche Stoff ist nur in einer ganz geringen Konzentration enthalten, überhaupt keinen Sinn mehr, weil es sich eben anreichern kann. Ja, es ist ja interessant, ich will das Buch mal vorzeigen hier, Giftcocktail Körperpflege, der schleichende Tod aus dem Badezimmer. Da ist ein Vorwort von Dr. Rüdiger Dahlke drin, was ich sehr aufmerksam gelesen habe,
weil ich festgestellt habe, selbst der doch nun sehr fundiert arbeitende Dr. Rüdiger Dahlke hat dir das Kompliment gemacht, dass du auf Zusammenhänge gestoßen bist und die wissenschaftlich nachgewiesen hast, anhand der Literatur, anhand von Forschung und Untersuchung, wo er überhaupt nicht klar war, das geht ja leider, leider offenbar so weit, dass manch in unglücklichen Fällen manche dieser Stoffe, die in den Kosmetika sind, sogar bis hin zu Brustkrebs führen können. Das ist das sind ja, magst du da ein paar Worte drüber sagen, was die schlimmsten Möglichkeiten sind? Wir werden natürlich hinterher auch über die Alternativen sprechen. Wir werden darüber sprechen, was ist mit Fluoriden, was ist mit Shampoos und so weiter. Wir gehen schon noch ins Einzelne. Aber dass man sich einfach mal klar wird, das ist eine echte Gefahr. Magst du dazu ein paar Worte oder sogar ein, zwei Beispiele sagen? Ja, also der Dr. Rüdiger Dahlke hat zum Beispiel festgestellt, jetzt unabhängig von meinem Buch, aber es wurde ihm in diesem Zusammenhang klar, dass Frauen in seiner Praxis, die kein Deo verwenden oder nur sehr selten, dass die einfach deutlich weniger Brustkrebs hatten. Das ist ihm einfach mal so aufgefallen. Und er wurde bestätigt durch das, was ich in meinem Buch rausgefunden habe. Es ist so, dass es werden in den Kosmetika sehr viele hormonähnliche Substanzen verwendet. Also Substanzen, die ähnlich wie ein Hormon wirken. Das sind zum Beispiel die Parabene, sind sehr weit verbreitet. Es gibt aber auch noch andere Substanzen, die wie ein Hormon wirken können. Und wir wissen ja, das ist, habe ich nicht entdeckt, das ist ganz klar in der Schulmedizin bewiesen, dass Hormone bei der Entstehung von Krebs eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wenn wir uns nun überlegen, dass wir uns Substanzen auf die Haut schmieren, die eine hormonähnliche Wirkung haben, dann ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ich damit auch bestimmte Krebsarten, wie zum Beispiel Brustkrebs, begünstigen kann. Vor allem, wenn ich das über Jahre und Jahrzehnte hinweg meinem Körper immer wieder zuführe. Wenn man überlegt, was sind so die wesentlichen, sagen wir mal, Anwendungsstoffe, die wir alle in der Regel bei uns zu Hause haben, jetzt nicht die Inhaltsstoffe wie Parabene, sondern überhaupt, es sind Zahnpasta mit Fluoriden, wir gehen näher drauf ein, es sind Sonnenschutzmittel, was sind so die wesentlichen Sachen, wo ich normalerweise vielleicht gar nicht dran denke, geht das hin bis zur Flüssigseife? Ja, oder selbstverständlich. Wie? Wenn fängt du das an einfach bei, mal sagen ja, magst. Was es fängt an bei der Handseife, es geht weiter über das Duschgel, es geht weiter über das Shampoo, die Spülung, alles, womit ich meinen Körper reinige und womit ich ihn pflege. Sonnenschutzmittel, Tagespflege, Nachtpflege, Make-up, Lippenstift. Auch Haarspray? Auch Haarspray. Weil da bin ich so empfindlich, wenn ein lieber Mensch bei uns im Bad den Haarspray benutzt, kann ich mehrere Minuten nicht ins Bad gehen. Richtig. Weil ich das vom Atem her ja merke, genau, dass mich das eigentlich bedrückt und bedrängt. Ja, also es sind im Prinzip alle Produkte, die wir zur Körperreinigung und Pflege verwenden. Da muss man bei allen Produkten aufpassen, denn in allen Produkten können bedenkliche Stoffe stecken. Das wäre ja eigentlich ein Vollzeitjob, den wir Gott sei Dank nicht alle selber machen müssen, weil du ihn uns sozusagen abgenommen hast. Ich muss mal fragen, dieses Buch hat über 300 Seiten. Es ist sehr, sehr gut dokumentiert mit Literaturhinweisen, mit allem sehr, sehr einzeln. AHA steht für Alpha-Hydroxy-Acid und so weiter. Also es ist wirklich ganz... Wie lange hast du daran gearbeitet und wie kommt es, dass du, hast du das studiert oder hast du dich da reingelegt? Wie kommt es, dass du das so fundiert hast zusammentragen können? Also ich habe circa ein Jahr lang an diesem Buch gearbeitet. Ich bin kein Chemiker, ich wollte auch nie einer sein. Ich hatte in Chemie in der Schule auch immer relativ schlechte Noten. Vielleicht durfte ich deshalb dieses Buch schreiben, damit ich das endlich mal, damit ich das verstehe. Also das Problem ist ja folgendes. Jetzt muss ich kurz eine Denkpause machen, weil ich habe gerade den Faden verloren. Das macht nichts. Die Frage, liebe Marion, ist, wie kommt es, dass du dich so hast einlesen können, obwohl du nicht vom Fach her ja Chemikerin bist oder nicht Medizinerin bist? Wie kommt es, das ist doch, mir schwirrt der Kopf, wenn ich alleine die Begriffe lese, die du zusammengetragen hast und die du hier fundiert erklärst und erläuterst. Ja.
Also es war natürlich keine einfache Arbeit, muss ich ganz offen gestehen, aber ich bin jemand, ich möchte es genau wissen, ich möchte es verstehen und ich habe mich einfach hingesetzt und habe angefangen, nicht nur im Internet zu recherchieren, aber da fängt man natürlich erstmal an, das macht jeder Journalist, habe mich dann durchgearbeitet durch wissenschaftliche Artikel in deutscher Sprache, viele davon auch in englischer Sprache, habe Studien mir durchgelesen und verglichen. Ganz wichtig war auch, ich habe mit Wissenschaftlern, die auf den verschiedenen Gebieten führend sind, habe mich persönlich mit ihnen unterhalten und habe zum Teil, je nachdem, welches Thema es war, wirklich sehr lange gebraucht, bis ich mal verstanden habe, worum geht es hier eigentlich, wo ist die Gefährlichkeit. Das war zum Teil wirklich hart und manchmal war ich mir auch nicht sicher, ob ich wirklich dahinter komme und ob ich es auch wirklich mal verstehen werde, weil es hat ja keinen Sinn, irgendetwas nachzuplappern, was im Internet steht oder meinetwegen auch in Büchern steht, ja, ohne es geprüft und selbst verstanden zu haben. Dann hätte ich dieses Buch nicht schreiben müssen. Also es war mir ganz wichtig, dass ich genau verstehe, was eigentlich abgeht. Und das war einfach jede Menge Fleißarbeit. Es gibt ja ein ganz schönes Beispiel, was man sehr gut nachvollziehen kann, auch als Laie, der ich ja bin. Du hast darauf aufmerksam gemacht, dass manchmal bei unseren Kosmetikern draufsteht, ich muss es direkt ablesen, mit so und so viel 100% natürlich, aber nicht aus 100% natürlich. Richtig. Was ist da der Unterschied? Weil das scheint ja fast ein Ja, Marketing-Trick zu sein, ein natürlich. Semantiktrick, dass ich denke, ja, aber mein Natürlich. Deo ist aber natürlich, da sprühe ich ein oder da Genau. mache ich. Das ist ja eine, wo ist da die feine Grenze? Was? Das ist ganz, ganz genial gemacht von den Herstellern. Wenn auf dem Produkt steht, mit natürlichen Inhaltsstoffen, hört sich das für viele, und ich habe mit vielen gesprochen, hört sich das so an, als ob da wirklich nur natürliche Für Inhaltsstoffe mich auch drin zunächst sind. mal. Aber es ist eine sprachliche. Es ist ein sprachlicher Unterschied. Wenn ich sage mit natürlichen Inhaltsstoffen, heißt das de facto nur, dass auch natürliche Inhaltsstoffe dabei sind. Wenn 100% Natur drin wäre, dann müsste es heißen aus natürlichen Inhaltsstoffen oder zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Also Und das das. wäre schon mal so eine Formulierung, die wir als Laien, ohne Ja. dass wir die chemischen Namen Genau. verstehen, gucken können, steht da mit oder Genau. aus. Richtig, das wäre zum Beispiel ein kleiner Hinweis. Ist ja eigentlich verblüffend, gell? Und ich habe mich so darüber geärgert, Ja. das machen verschiedene Hersteller, dass ich bei einem Hersteller bei der Hotline angerufen habe. Hat eine Weile gedauert, bis ich einen Produktmanager oder einen Verantwortlichen am Telefon hatte und habe ihm gesagt, wissen Sie was, meiner Ansicht nach ist das, wir werden verschaukelt als Verbraucher mit so Ja. einer Aussage. Sage ich, es sind doch nur natürliche Inhaltsstoffe dabei. Sage ich, ich komme da verschaukelt vor. Und dann hat er sich versprochen und hat gesagt, naja, unter uns gesagt, haben Sie nicht ganz Unrecht. Dann habe ich gesagt, vielen Dank. Ja. Ja. Der Dr. Darke, der ja selber Arzt ist, hat dein Buch als Pflichtlektüre für Ärzte bezeichnet, sicherlich auch für Heiler, für Heilpraktiker, für Homöopathen und so fort. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Sachen etwas näher anschauen und da näher darauf eingehen, und zwar einerseits Zahnpasta, weil das jeder braucht, andererseits, sagen wir mal, Schönheitscreme, sage ich als Mann oberflächlich, und drittes, sagen wir mal, Sonnencreme und vielleicht Shampoos. Wenn wir uns die vier mal anschauen, Ja. was ist zum Thema Zahnpasta zu sagen und welche Alternativen gibt es, wenn ich nicht die industriell gefertigte Zahnpasta will? Gut, also viele Menschen wissen da schon, dass das Fluorid, das in den meisten Zahncremes steckt, dass das im Prinzip eine ganz gefährliche Sache ist. Auch hier ist es weniger, das gilt auch eigentlich für alle anderen Inhaltsstoffe auch, es ist weniger die akute Giftigkeit, Ja. ja, also die sofortige Giftigkeit gibt es natürlich auch, vor allem Als Allergiker, allergische ja, Reaktion, genau. ja. Aber das große Problem bei praktisch allen Inhaltsstoffen ist eben die mögliche Anreicherung im Körper und was das eben für Krankheiten auslösen kann. Und bei Fluorid ist das genau so. Es ist tatsächlich so, ein Kind muss eine ganze Zahnpastatube verschlucken, damit es ernsthaft krank wird oder sterben kann. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir uns über Jahre und Jahrzehnte mit fluoridhaltiger Zahnpasta die Zähne putzen. Wir haben vielleicht auch noch ein fluoridhaltiges Mundwasser. Dann haben wir auch noch fluoridiertes Speisesalz. Die Kinder bekommen Vielleicht auch noch im Mineralwasser im Fluor drin. Mineralwasser ist Ja. häufig auch Fluor drin. Im Leitungswasser sind ganz natürliche Fluoridwerte enthalten. Das heißt,
Wir haben die Dosierung von Fluorid überhaupt nicht im Griff. Oder weißt du, wie viel Milligramm Fluorid tut er? Ich weiß es auch nicht. Aber man kann sich an den fünf Fingern abzählen, dass wenn man fluoridhaltige Zahnpasta nimmt und noch ein Mundwasser und Mineralwasser und Speisesalz. Wenn ich 55 Jahre lang das gemacht habe, kann ich mir denken, kommt es mir bald zu den Ohren raus. Ganz genau, ganz genau. Was sind die Alternativen, gerade bei Zahnpasta? Es gibt zum Beispiel einen Birkenzucker, den nennt man Xylitol, den gibt es auch schon in verschiedenen Zahnpasten. Und bei Xylitol ist die kariesschützende Wirkung recht gut belegt, hat also eine ähnliche Wirkung wie Fluorid, schützt ganz gut vor Karies. Wobei das von mir gerade eben eine völlig falsche Aussage war, die möchte ich gleich mal wieder korrigieren. Es wird natürlich gesagt, dass Fluorid vor Karies schützt, aber wenn ich den Satz noch einfügen darf, die kariesschützende Wirkung von Fluorid ist nicht belegt. Ja, das hört und wenn es noch so oft auch behauptet wird, die kariesschützende Wirkung von Fluorid vielleicht ist wissenschaftlich... Vielleicht ein bisschen hemmend, aber in Wahrheit geht es um die Ursachen der Karies. Die Wissenschaftler streiten sich oder die Mediziner streiten sich inzwischen darüber, was eigentlich genau beim Fluorid vor Karies schützt. Da gibt es verschiedene Theorien. Man ist sich überhaupt nicht sicher, was es eigentlich also ist. Also die Alternative wäre da zum Beispiel die Xylitol. Genau. Ich habe mir vorher aufgeschrieben, auch noch jemand, Zahnkreide wurde mal genannt, Zahnöl wurde genannt. Wenn wir jetzt zum Deo gehen, wenn wir überlegen, was ist mit dem Deo, was gibt es denn für Deo-Alternativen, wenn ich jetzt keinen Spray habe oder nicht den Roll-On-Stick oder sowas? Also zunächst mal könnte man auch ganz generell sagen, weniger ist mehr. Es gibt Menschen, die kommen völlig ohne Deo aus. Gut, der eine kommt besser ohne Deo aus, der andere schlechter. Das kann man zum Beispiel, man kann es mal versuchen. Ja? Muss ja nicht gerade beim Date sein. Ganz genau. Dann kann man zum Beispiel, das mache ich, dieses ganz normale Natron, dieses Pulver, das man auch zum Backen verwenden kann, das ganz normale Natronpulver. Was macht man damit? Das kann man in sauberem Wasser auflösen. Dann nehme ich also vom Backnatron genau, ein bisschen von diesen verschweißten Kristallen, in Wasser löse rein, die im Wasser auf. Genau, das Mischungsverhältnis muss man rausfinden, wie es für einen am besten ist. Ja. Es ist völlig harmlos und das hat eine sehr gute desodorierende Wirkung. Aha. Es ist spottbillig. Ja, man kann es sich alle paar Tage neu zusammenmischen. Ja. Es ist ungefährlich und es schützt gut vor Schweiß und Geruch. Aha. Ja. Also Xylitol oder Zahnkreide oder Zahnöl bei Zahnpasta als Alternative. Backnatron aufgelöst in Wasser als Alternative für Deo. Wenn wir jetzt an Shampoo und denken und an, wie sagt man, da Duschgel denken, was vielleicht braucht man gar nicht. Das gar nicht. Ja, also viele Hautärzte vor allem empfehlen ja, sich gar nicht so häufig mit irgendwelchen Seifen oder Duschgelen zu waschen, sondern eigentlich mit nur warmes Wasser zu verwenden. Gut. Das kann man auch mal ausprobieren. Ja. Zu viel Seife schadet ja auch der Haut. Aber es gibt natürlich ganz gute Alternativen. Es gibt inzwischen einige gute Naturkosmetikhersteller, die vernünftige Produkte anbieten, wo keine Gifte drin sind, wo, was jetzt die waschaktiven Substanzen angeht, wo ganz milde, auf Zuckertenside basierende Substanzen dabei sind. Das kann man machen. Musste man sich vielleicht mal darüber informieren. Ein guter Naturkosmetikhersteller hat normalerweise seine Produkte zertifiziert mit einem Naturkosmetik-Label. Trotzdem, weil auch da nicht alles Gold ist, was glänzt, sollte man eigentlich immer nochmal die Inhaltsstoffe vergleichen mit der Liste im Anhang meines Buches. Das heißt, bei dir im Buch gibt es im Anhang eine Liste, richtig, wo gesagt wird, ach, bei den Stoffen sehr große Vorsicht. Bei denen vielleicht, genau, die sind unbedenklicher. Gibt es denn bei dir hier auch eine Liste oder wird der Verlag das dann möglicherweise auf seiner Webseite haben von Produkten, die du empfiehlst? Ja. Ich meine, du bist ja nicht Eigentümerin eines Produkteherstellers. Nein. Insofern geht es ja nicht darum, dass du persönlich da irgendwelche Provisionen oder was bekommst. Ganz genau. Aber man will natürlich über das Ausschlussverfahren, man will nicht nur ausschließen, sondern man möchte auch wissen, gut, welche 3, 4, 5 Zahnputzalternativen habe, welche 3, 4, wird es das geben oder gibt es das schon? Das gibt es schon. Ich habe eine eigene Website. Wie lautet die? Die lautet ganz einfach wie mein Name, www.marion-schimmelpfennig.de. Aha, www.marion-schimmelpfennig.de. Dort findet man sozusagen auch deine Positivliste. Ganz genau. Nicht nur die Negativliste. Ganz genau. Gut, wenn wir jetzt überlegen, das war jetzt Duschgel und Shampoo. Was ist mit
den Sonnencreme. Ich persönlich verwende seither, also seit vielen zig Jahren, obwohl ich ja helle Haut habe, sehr wenig oder fast nie. So dass meine lieben Partnerinnen, die dann immer schon sagen, Wolfing, du musst dich aber eincremen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich nicht eincremen. Es sei denn, dass ich jetzt in der Wüste wäre, ich weiß nicht was, und 10 Stunden in der Wüste wäre. Genau. Was ist das sozusagen das allgemein Gefährliche oder Riskante oder Fragwürdige bei diesen Sonnencremes und was sind die Alternativen, Marion? Ja, also in den Sonnencremes stecken Substanzen drin, die zum einen hormonähnlich wirken und viele andere unangenehme Dinge auch, wie bestimmte Konservierungsmittel, die giftig sind. Aber ich glaube, das eigentliche Problem bei den Sonnenschutzmitteln ist, sie schützen zwar vor, tut mir leid, UV-Strahlung? ja, nee, da muss ich jetzt gerade nochmal einen kurzen Nachdenker machen. Klappt so nicht, tut mir leid, muss ich nochmal kurz nachdenken, wie ich das, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Gut. Müssen wir so kurz Stopp machen? Aber das macht nichts. Nein, nein, wir müssen Okay. gar nicht Schock machen, liebe Marion. Es ist völlig normal. Das ist ja das Schöne bei Weltenwandel TV. Hier wird nichts kosmetisch frisiert. Hier wird kein Photoshop drüber gelegt, sondern wir sind in einem ganz natürlichen persönlichen Gespräch. Und da ist es ganz normal, dass bei einer so komplexen Materie man auch mal eine Nachdenkpause braucht. Und das ist völlig legitim. Das werden alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gut nachvollziehen können. Was ist das Schwierige also bei Sonnencremes? Also zunächst mal ist es so, dass ich glaube, dass wir viel zu viel Sonnencreme verwenden. Denn der Körper benötigt dringend Vitamin D3. Das bekommen wir aber nur über die Sonne. Das heißt, je mehr wir uns zukleistern und je weniger, es gibt ja auch günstige UV-Strahlen, ja, die wir benötigen, ja, je weniger davon also durchkommen, desto schlechter ist es für unseren Körper. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin 1948 geboren. Ich habe das, was man eine leichte Trichterbrust nennt. Warum? Weil kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wir als Kinder gar nicht, ich bin das achte von 9 Kindern, wir als Kinder gar nicht genügend an die frische Luft, an die Sonne rauskamen. Das ist Vitamin D-Mangel, sprich Sonnenmangel. Also Richtig. das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung nur Ja. bestätigen. Ja. Wenn man aber eine besonders empfindliche Haut hat, die stark zur Rötung, vielleicht sogar zum Juckreiz neigt und man gar nicht vermeiden kann, dass man im Garten ist oder so, gibt es Alternativen für die herkömmlichen kosmetischen Das Sonnencremes? gibt es. Es gibt Sonnenschutzmittel, die arbeiten nicht mit diesen synthetischen Sonnenschutzfiltern, die sehr bedenklich sind, die auch im Verdacht stehen, mitverantwortlich für die Krebsentstehung zu Für sein, Hautkrebs. für Hautkrebs, Ja. genau. Sondern diese alternativen Produkte enthalten Zinkoxid. Aha. So, und dieses Zinkoxid, es gibt inzwischen auch einige Hersteller, die haben es geschafft, dass sich dieser weißliche Schleier, der sich dann oftmals bildet und der einfach nicht besonders ästhetisch aussieht bei Kindern, also mir persönlich wäre es egal, wenn Ja. er schützt, aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, nein, das ist nicht ästhetisch, aber es gibt inzwischen auch Produkte, wo sich dieser weißliche Film nicht bildet und es trotzdem zuverlässig vor Sonne schützt. Aber was man natürlich immer bedenken sollte, ich sollte nicht stundenlang in der prallen Mittagssonne völlig ungeschützt herumlaufen. Man Das kann sich auch sollte, in Schatten legen. genau, sollte einem der gesunde Menschenverstand eigentlich schon sagen. Was du sagst, Marion, über den Zinkoxid lässt bei mir das Bild entstehen, dass viele der Bergsteiger, die ich kenne, auch im Himalaya und so, häufig eine Genau, weiße genau. Creme drauf haben. Und das ist ja nicht Sonnenschutz, sondern das ist Das ist Zinkoxid, gell? Zinkoxid, Das gab genau. es früher, als ich jung war, Genau. gab es das so in Tuben, in so Ja. Aluminium aussehenden Tuben. Und da Ja. hat man drauf gedrückt und da kam eine dicke weiße Creme heraus. Richtig. Und wir haben das uns, Genau. wenn es mal war, haben wir das schon drauf getan. Genau. Eigentlich eine ganz einfache Lösung. Wie ist das nun, obwohl das nicht zum Kosmetika gehört, vielleicht hast du dich damit aber auch beschäftigt, wie ist das mit Waschmitteln für unsere Wäsche, für unsere Textilien? Weil wir ja da mittelbar, es ist halt dann nicht Sonnencreme und so, aber wir sind ja mittelbar davon auch abhängig. Was Ja. hast du da recherchiert? Hast du da Querverbindungen gefunden? Habe ich nur ein kleines bisschen recherchiert, weil
das Thema dieses Buches schon so umfangreich Ja, war, dass mir da schon fast der Kopf geplatzt ist irgendwann. glaube ich, ja. Aber natürlich werden in den Waschmitteln genau dieselben waschaktiven Substanzen verwendet, die in herkömmlichen Körperpflegemitteln drin sind, also aggressive Tenside, Duftstoffe, die Allergien auslösen können. Also auch bei den Waschmitteln sollte man auf naturbasierte Waschmittel umsteigen. Gibt es inzwischen auch und einfach darauf achten, dass entweder als Duftstoffe meinetwegen ätherische Öle drin sind und eben keine synthetischen Duftstoffe, die bedenklich sind. Eigentlich ist ja dein Anliegen, habe ich deinem Buch entnommen, das ich nicht Seite für Seite gelesen habe. Dafür braucht man sehr viel mehr Zeit, was ich aber, glaube ich, verstanden habe in seinem Anliegen. Dein Anliegen ist, es geht nicht darum, um die einzelne individuelle Salbe oder Creme oder so, sondern es geht darum, dass wir unser Verhalten, unsere Einstellung, unsere Bewusstheit dafür entwickeln, wie viel verschiedene Kosmetika, Cremen, Salben nehmen wir überhaupt auf. Gibt es so für dich eine Art Leitfaden? Hast du dir irgendwo an Spiegel oder an Kühlschrank was gehängt oder wo du sagst, Achtung, auf das und das willst du aufpassen? Wie kannst du dich selber immer wieder motivieren und erinnern daran, Achtung, ich muss aber jetzt hier gucken, was steht hier drauf oder ist das richtig oder so? Also ich habe mir diese Arbeit einmal gemacht. Ich bin dann relativ schnell auf eine gute Naturkosmetik umgestiegen und dabei bleibe ich auch. Und also ich persönlich laufe nicht mehr Gefahr, irgendetwas zu kaufen, weil Ja. ich zu den herkömmlichen Produkten, die ich früher gekauft habe, schon gar nicht mehr greife. Da gehe ich dran vorbei. Darf man wissen, welche Naturkosmetik du benutzt? Ja, also ich benutze das Allermeiste von der österreichischen Firma Ringana. Ringana. Ringana, genau. Ja. Da komme ich sehr gut mit zurecht und die geben sich auch extrem viel Mühe bei der Auswahl der Rohstoffe, bei den Rezepturen, komme sehr gut mit zurecht. Man muss vielleicht dazu sagen, ist es ja auch nochmal ein, die Hersteller von herkömmlichen Körperpflegemitteln nehmen nur die allerbilligsten Substanzen für Ja. ihre Produkte. Deshalb können sie sie auch so günstig herstellen, weil es in der Regel sind es auch billige Abfallstoffe, die dafür verwendet werden, muss man auch mal ganz klar sagen. Gute Naturkosmetikhersteller geben sich natürlich wahnsinnig viel Mühe, um wirklich hochwertige, gesunde, natürliche Substanzen in ihre Produkte reinzubringen. Das kostet natürlich mehr Geld. Das heißt, ein gutes Naturkosmetikprodukt ist natürlich in der Regel Doppelt oder dreimal so teurer teurer. als das, was ich Ja. im Supermarkt kaufen kann. Nur, erstens sind diese Dinge in der Regel sehr ergiebig. Ich brauche ja eigentlich auch weniger. Oder ich kann mir ja auch mal überlegen, ob ich nicht einfach weniger verwende. Muss ich denn wirklich unbedingt Und ein... deine natürliche Schönheit glänzen lassen. Dankeschön. Ja. Also man kommt eigentlich mit weniger aus. Und wenn man das berücksichtigt, dann hat man sehr schnell das Geld eingespart, das man vielleicht für eine gute Naturkosmetik an mehr Geld ausgegeben hat. Ich möchte am Schluss noch auf zwei Punkte kommen, bevor wir auf dein neuestes, nächstes Projekt und Buchprojekt hinweisen. Du hast einerseits als Zusammenfassung in deinem Buch gesagt, Achtung, wir müssen aufpassen, nicht beim Einzelnen vielleicht, aber in der Menge, in der Summierung, in der Addition. Du hast aber auch darauf hingewiesen, wir wissen heutzutage noch gar nicht genau, wie die Querreaktionen sind Richtig. der verschiedenen Stoffe, auch wenn es nur ganz kleine Genau. Mengen sind. Das ist ja wohl ein, das ist eigentlich ein Nebelloch, in dem Das wir im ist Moment rumstochern mit der ein Stange. totales Nebelloch. Das wurde auch noch nie untersucht. Man kann es auch nicht untersuchen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir bedenken, dass wir uns täglich verschiedenste Dinge auf die Haut streichen und zahlreiche dieser Substanzen können in den Körper gelangen, dann wissen die Hersteller immer nur etwas über die Giftigkeit dieses speziellen Inhaltsstoffes. Was wir aber nicht wissen, ist, ob und wenn ja, wozu diese einzelnen Stoffe im Körper reagieren können. Die können miteinander reagieren. So, und da es aber sehr viele Substanzen gibt, müsste man ja theoretisch jede einzelne Substanz mit der anderen zusammen Ja, und testen. nicht nur zwei, sondern möglicherweise drei, vier, fünf. Das wird ja Noch viel mehr. derartig Ja. komplex. So, das geht rein rechnerisch gar nicht. Da Ja. bräuchten wir 100.000 Jahre, um alles Ja. Ja. auszutesten. Ja? Das heißt, man weiß überhaupt nicht,
was diese einzelnen Substanzen im Körper anrichten können, wenn sie zum Beispiel miteinander reagieren. Das ist offensichtlich, das ist ein Risiko, das die Menschen freiwillig eingehen. Ich würde das nicht tun. Ich möchte von mir aus am Schluss darauf hinweisen, wie im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass ein paar Inhaltsstoffe, die man auch als Laie sich erinnern kann, auf jeden Fall ein Warnsignal sind. Dort, wo etwas fluoridhaltig ist, Richtig. dort, wo Aluminium drin ist, dort, wo PEG ist, was ist PEG? PEG ist die Abkürzung für Polyethylenglykol. Das sind sogenannte ethoxylierte Stoffe. Es ist ein sehr harter chemischer Prozess, bei dem auch giftige Substanzen freigesetzt werden können. Und dann hast du darauf hingewiesen, gerade bei Sonnenschutzmitteln soll man besonders darauf achten, ob etwas wie Benzophenone drin sind, Genau. Es weil gibt das hormonähnlich ist, richtig, nicht? Ich genau. habe das nur noch mal erwähnt Ja. und wiederholt, damit diese vier Stoffe noch mal ein bisschen in die Erinnerung kommen. Du hast ein nächstes Buchprojekt vor, und zwar, das hat den interessanten, auch provokativen Titel Mineralwassermafia. Ja. Du recherchierst an dem Thema, was in Mineralwasser drin ist. Ja. Ja. Das scheint genauso wie bei der Körperpflegemittelindustrie ein ganz böser Sumpf zu sein. Um es mal auf den Punkt zu bringen, ich bin der Überzeugung, dass jedes Leitungswasser, also zumindest in Deutschland, gesünder ist als jedes Mineralwasser, das man sich im Supermarkt kaufen kann. Da kann ich jetzt viel Geld sparen. Da kann man wahnsinnig viel Geld sparen, auf jeden Und Fall. dieses gesparte Geld dafür benutzen, dass ich vielleicht gute Naturkosmetik mir So leiste. sieht das aus, ganz genau. Lieber Marion Schimmelpfennig, ich sage ein herzliches Danke sehr. Ich bin sicher, wir werden uns auf Weltenwandel TV wieder begegnen, spätestens mit dem Thema Mineralwasser. Ich sage noch einmal, wie die Adresse ist: www.marion-schimmelpfennig.de. Ich zeige auch noch mal dieses spannende Buch. Das Buch ist eine Arbeit, das zu lesen. Aber wenn man es gelesen hat, wie Dr. Rüdiger Dahl gesagt, dann weiß man wirklich, warum man sehr viel achtsamer und bewusster umgehen soll mit dem, was wir uns täglich auf die Haut schmieren und reiben und so fort. Ich sage an dieser Stelle ein herzliches Danke sehr auch an Sie, die Zuseherinnen und Zuseher, und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal bei Weltenwandel TV wieder begegnen. Danke sehr. Vielen Dank. Und da darf ich ja einen Handkuss drauf geben, weil es nämlich Naturkosmetik ist und ich mich nicht vergifte. Vielen Dank.